Thermenregion Bad Waltersdorf in der Steiermark. Im Vier-Sterne-Hotel Falkensteiner trat Prominenz aus ganz Österreich an, um die Erfolgsgeschichte des fünfjährigen Bestehens zu feiern. Immerhin geht es um eine der Wohlfühloasen in der Steiermark. Ja, das Wohlfühlhotel von Falkensteiner ist einfach für mich einfach eine Wohlfühloase, dass man sich wirklich entspannen kann, relaxen. Und ich fahre seit 5 Jahren immer wieder ins Falkenstein, spiele auch Golf nebenbei. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Atmosphäre in diesem Hotel. Es ist die Zeit neben der Arbeit sehr knapp und dann ist es der Wohlfühlfaktor sehr, sehr wichtig und das kann man hier perfekt machen. Wohlfühlen bedeutet auch kulinarische Genüsse und deswegen lud man Prominente ein, um den Kochlöffel zu schwingen. Prominenten kochen ist wirklich eine ganz lustige Sache. Das heißt zwar immer, viele Köche verderben den Brei, aber wir versuchen heute hier den Gegenbeweis. Unter kundiger Aufsicht der Fernsehköche Andy und Alex wurde gebrutzelt, angerichtet und serviert. Gekocht und kredenzt wurden steirische Schmankerl. Das Haxel, da nimmst du das, beißt eine und hast keine Knochen mehr. Also das ganze Softige ist drinnen, der knusprige Panier und das ist wirklich das Besondere da im Falkensteiner. Hochbetrieb auch in der Küche und im Zuge des Gefechts werden sogar Betriebsgeheimnisse gelüftet. Kartoffelsalat ist immer stinknormal und unterscheidet sich aber immer im Geschmack und der ist perfekt. Es gehört nur ein bisschen lässiger Zucker als Salz, kein Senf, roter Zwiebel, Schnittlauch. Schau dir deine Erdäpfelsalat an. Dieser Glanz da drin. Es ist großartig, schmeckt wirklich gut. Aber ich habe nur noch Kartoffelsalat gegessen. Man will ja nicht unbescheiden sein und das zarte Rinderfilet krönte das viergängige Menü. Und manch einer genoss trotz Menüabfolgehektik die Entspannung am Gaumen. Sich zu erholen ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil der Job ist ein 100% Job. Er wird sehr unterschätzt. Ja, und da braucht man schon für die Nerven dann auch wieder ein bisschen Ruhe zwischen den Jobs. Genuss bedeutet für mich nicht allein Essen oder Vergnügen, sondern das Vergnügen, mit lieben Menschen es gemeinsam zu verbringen. Sie brauchen nur meinen Bauch anschauen, dann wissen Sie, wo meine Schwäche liegt. Ich esse halt so gern. Mein Geschmacksspektrum ist sehr, sehr weit. Ja. Also ich habe manchmal gern Stölzen, ja, und dann indische Sachen, thailändische Sachen. Ich habe sie gern scharf, wenn es einfach gut gekocht ist. Palatschinken als Magenschließer. Zufriedenheit bedeutet im Hotel aber auch Wohlfühlen im Hintergrund. Wir haben wirklich Mitarbeiter, speziell die Abteilungsleiter, die seit Anfang an dabei sind. Die waren schon auf der Baustelle hier und die sind wirklich das Herz des Hotels. Die arbeiten sehr, sehr viele Tage und Stunden, dass das Hotel so steht, wie es jetzt steht. Und auch dieses Event zeigt es wiederum. Alle sind mit Tatkräften dabei. Von der Frühdienst ist noch da am Abend und hilft noch mit. Und die wollen wirklich haben, dass das Hotel seinen Ruf, seinen Namen bekommt. Und das ist der Grund, warum wir hier so erfolgreich sind. Und damit die Kalorien wieder purzeln, Musik und Tanz bis in den Morgen. Auf die nächsten 5 Jahre im Falkensteiner.